jetzt zu einer neuen Episode Elsa klärt auf. Ich bin der Dan und beschäftige mich mit Pen and Paper Rollenspielen und am liebsten mit Midgard. Um den Wechsel von Pegasus, also von Midgard 5 zu Pegasus M6 ein bisschen leichter zu gestalten und um Gerüchte aufzurollen, werde ich hier immer mal wieder O-Töne von Branwen, also von Elsa Franke, die Chefin von Midgard, präsentieren und Fragen für euch klären. Heute haben wir ein 6-Fragen-Spezial, in dem kurze Fragen gestellt werden und Elsa knackig antwortet. Und ja, deswegen ist die Themenauswahl hier schwierig zu sagen, was es hier in dem Video geht. Aber wir schauen rein. Also, Rulandor schrieb, ich habe ein bisschen den Überblick verloren, was über das Auslaufen von M5 alles gesagt wurde. Und dafür gibt es ja jetzt auch diese Videoserie. Wie steht es um die Rechte an M5 und älteren Editionen, sobald der Staffelstab übergeben wollte? Die Antwort von Branwen und von Elsa. Erstens, die Rechte an Midgard 5 und den älteren Editionen gehen an Pegasus. Ob und was Pegasus mit diesen Rechten machen wird, ist derzeit noch nicht bekannt. Also das bedeutet Midgard 4 und so weiter, das ist alles komplett bei Pegasus. Kann man sich dann über Midgard 1 bis Midgard 5 noch im Internet austauschen? Also das ist natürlich eine Frage. Im Internet kannst du dich weiterhin zu Midgard 1 und Midgard 5 austauschen. Da ist auch die nüchterne Antwort einfach. Also da hätte ich wahrscheinlich auch, da hätte ich wahrscheinlich ein Smiley dahinter gemacht. Also diese Frage ist, ja gut. Wird es ein Forum geben? Wenn jemand ein Forum betreiben möchte, kann er das tun? Ist die dritte Geschichte. Das heißt, das Midgard Forum wird ja auch, soweit ich weiß, von dem Verlag unterstützt, finanziell. Und das ist natürlich auch ungewiss, aber ich denke mal, dass Hayo das nicht verschwinden lassen wird, das Midgard Forum. Warum sollte mit dem Wechsel zu Pegasus man die Rechte verlieren, so ein Forum zu machen? Also das funktioniert, das ist Bullshit. Ja. Auch falls man das denken würde. Darf man Charaktere, Abenteuer und Kampagnen mit Regelangaben für Midgard 1 bis 5 publizieren? Die Antwort von Elsa ist, es ist bislang noch nicht bekannt, wie Pegasus zur Veröffentlichung von Fanware und Lizenzen steht. Also meine Meinung ist, mir kann niemand vorschreiben, ob ich ein Abenteuer mit diesen Regeln veröffentliche. Wenn ich es nicht verkaufe, who cares? Also auf gar keinen Fall würde ich mir da nichts vorschreiben lassen. Aber das ist nur meine trotzige Meinung. Darf jemand auf Cons Spieltische mit Midgard 5 Abenteuern belegen und den entsprechenden Spielleiterschirm offen ausstellen? Also das sind Fragen, da haben Leute wirklich, also ich möchte es auch nicht negativ irgendwie jetzt hier so bezeichnen, aber da haben Leute wirklich Angst, dass sie nicht mehr Midgard 5 spielen dürfen, dass sie nicht mehr Midgard 5 öffentlich bewerben dürfen. Wir werden hier auf dem Kanal auch wahrscheinlich noch Midgard 5 spielen. Also das ist krass. Also was Leute, die haben da keine so Vorstellungen davon, dass ein Verlag nicht in die Persönlichkeitsrechte oder die Nutzungsrechte von Usern eingreifen darf. Die Antwort dazu ist von Branwen, du kannst weiterhin auf Conventions Midgard 5 Abenteuer anbieten und dies auch nach außen hin sichtbar machen. Also sie nimmt da die Angst, ja, aber das sind wirklich Leute, die vielleicht sich so mit so Rechten und sowas noch nie beschäftigt haben, und deswegen finde ich das gut, dass diese Fragen auch hier beantwortet werden, weil auch, dass er die Frage gestellt hat, weil ich hätte niemals diese Frage für euch irgendwie beantwortet, weil ich einfach denke, das weiß doch jeder, aber es weiß nicht jeder. Und das ist auch nicht schlimm, dass er diese Frage gestellt hat. Ich war nur total perplex. Okay, letzte Frage in diesem Elsa klärt auf, was wird aus dem Material auf Branwens Bazar? Und das ist für mich auch eine wichtige Frage. Der Bazar schließt zum Jahresende. Ich gehe in Ruhestand und stelle alle meine Aktivitäten, Veröffentlichung, Verkauf ein. Ich werde das rechtzeitig kommunizieren. Da sollten wir dann nochmal nachhaken. Weil ja, was heißt das denn für die Download-Sachen? Weil ich denke, viele haben ihre Download-PDFs auch auf der Seite noch freigeschaltet und auch hinterlegt. Wird die Seite dann dicht gemacht, wird nur der Shop dicht gemacht und der Zugriff auf die persönlichen Sachen bleibt, oder
was auch immer. Oder wird das alles komplett eingestellt? Also an dieser Stelle ladet euch am besten eure PDFs runter. Jetzt noch, damit ihr auf der sicheren Seite seid. Ne? Okay, das war wieder eine erhellende Episode. Elsa klärt auf hier. Und wenn ihr weitere Informationen rund um den Wechsel mitnehmen wollt, dann auf jeden Fall den Kanal abonnieren. Wir sehen uns im nächsten Video wieder. Macht's gut, Leute. Ciao.